Schizophrenie ist eine Gruppe von ganz, ganz unterschiedlichen Krankheitsverläufen. Und dadurch sind die Symptome auch sehr vielfältig. Das heißt, und auch die Probleme, die sich aus den Symptomen ergeben, sind unterschiedlich. Es gibt Verlaufsformen, wo es in erster Linie um sogenannte Negativsymptome geht. Das heißt, Symptome, dass sich jemand immer mehr zurückzieht, immer schwerer sich tut im Kontakt, vielleicht auch weniger spricht, der in sich versunken erscheint. Und dann gibt es Verlaufsformen, wo floride Psychosen mit Wahnbildungen, mit Halluzinationen im Vordergrund steht. Das macht natürlich ganz andere Verhaltensänderungen. Das heißt, viele Angehörige beschreiben, dass ihre Angehörigen mit Schizophrenie sehr zurückgezogen leben, kaum mehr erreichbar sind. Andere wieder haben Probleme damit, dass bizarre und ungewöhnliche Verhaltensweisen, wie vielleicht ein eigentümlicher Kleidungsstil, mangelnde Körperhygiene und unkonventionelles Verhalten im weitesten Sinn eine Rolle spielen, zu viel oder zu wenig reden, aber auch Wahnvorstellungen, Vorstellungen, die der Realität nicht entsprechen, die dann mit anderen geteilt wird und für Irritationen sorgen oder Halluzinationen, das sind meistens akustische Halluzinationen, das heißt, die Patienten hören Stimmen und sprechen dann mit ihren Stimmen, was mit wie Selbstgespräche wirkt. Also es gibt da große Vielfalt und man muss sich halt darauf einstellen. Wenn Schwierigkeiten entstehen durch diese Verhaltensstörungen, muss man natürlich darauf eingehen, wobei immer die Balance zwischen Akzeptanz und Versuchen, das Ganze bisschen zu mitigieren, ein bisschen abzuschwächen, dem Betroffenen helfen, besser zurechtzukommen. Arbeiten Sie mit dem Betroffenen und nicht gegen ihn. Wenn zum Beispiel, um das Beispiel Körperhygiene, was bei manchen Patienten, die einfach kein Gefühl dafür haben, kein Bewusstsein dafür haben und es ist Einmischung erleben, mit einer gewissen Berechtigung, wenn sie Erwachsene sind, sagt uns ja sonst auch niemand, dass wir uns jetzt die Haare waschen sollen oder nicht. Wenn es zu Konflikten kommt, vielleicht lieber Toleranz walten lassen. Und wenn es aber gelingt, Patienten darauf aufmerksam zu machen, dass man sagt, also du hast dort und dort vielleicht selber bemerkt, dass du jetzt nicht so diesen guten Eindruck gemacht hast, den du in dieser Situation, Zusammensein mit Freunden, gerne gemacht hättest, vielleicht waschen wir nächstes Mal die Haare vorher gemeinsam. Also das wäre jetzt ein banales Beispiel. Und man sollte halt darauf eingehen, sich aber nicht zu viel erwarten und immer bedenken, dass unerwünschte Verhaltensweisen auch bei Menschen mit Nicht-Schizophrenie-Erkrankung vorkommen, dass es in Familien Reibungspunkte gibt, zwischen Eltern und Kindern ganz besonders, weil diese Punkte, ich sitze nur mehr im Zimmer und sitze nur mehr vom Computer, nicht nur bei Schizophrenie-Familien ein Problem sein können. Also vielleicht immer ein bisschen ein Augenmaß behalten, dass auch in anderen Familien mit gesunden Familienmitgliedern Verhaltensweisen manchmal störend sein können. In gewisser Weise wird man es akzeptieren müssen, aber auch wieder versuchen, in Abständen es zu durchbrechen. Also wenn jemand sich zurückziehen will, wo das nicht so typisch ist bei der Schizophrenie, kann das durchaus Zeichen eines Ruhebedürfnisses sein, kann sein, dass einfach der Kontakt zu anderen jetzt im Moment gerade viel Stress macht. Man kann das auch durchaus den Patienten fragen. Ja? Wenn der Rückzug ein dauerhafter ist und Patienten praktisch gar nicht mehr ihr Zimmer verlassen, muss man halt versuchen, Angebote zu machen, was vielleicht interessant sein könnte, anbieten, weiß ich nicht, gemeinsam Schach zu spielen oder eine Mahlzeit gemeinsam einzunehmen. Man muss da eine Politik der kleinen Schritte gehen.